Wunderschönen. Hello, hello, hello. Bitch. Guten Morgen, meine Kinder, und frohe fucking Weihnachten. Merry Grimmen. Happy Christmas. Merry Chrysler. Merry Crisis. Merry Caramba. Oida. Ich dachte mir, was für ein Video könntest du am Heiligabend posten? Heiligabend ist nicht ganz Heiligtag. Und ich habe mir überlegt, am Weihnachten, es geht um Freude machen, am Weihnachten, es geht um Geschenke, Zusammensein, in die Kirche gehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ein Video über meine Nasenoperation Vertiefung zu machen. Weil irgendwie, das ist ein Geschenk. Das macht mich happier, das macht die anderen auch happier, dass die meine Hackfresse oder verbesserte Hackfresse angucken müssen. So, actually ist eine Geste für mich an euch und von euch an mich. Als erstes möchte ich mich bedanken für die Liebe, dass ihr mir in die anderen Videos gegeben habt, vor allem in diese Operationreihe. Für mich es ist es nicht unbedingt super einfach, über solche Themen zu reden, weil ich gehe halt sehr, sehr tief in mir drin und das bringt Trauma raus und das bringt halt nicht unbedingt die besten Emotionen raus aufs Meer. Aber ich weiß, dass solche Gespräche sehr wichtig sind und vor allem weiß, dass durch meine Erfahrungen ich euch vielleicht etwas mitgeben kann. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, please gib einfach schon jetzt einen Daumen nach oben und kommentiere einfach eine N. Wie Nase. Wie Nase. Nase. Das pusht mein Algorithmus und vielleicht irgendwann werden wir diesen toten Kanal wieder zum Erwachen bringen, okay? And please, can we speak, wie gut ich gerade aussehe? Well, es ist nicht einfach für mich, immer 100% zu geben, aber die Tage, in denen ich 3000% gebe, look at this, look at this, look at this, look at this, look at my hair, gorgeous. Nur deswegen solltest du ein Like geben und einen Kommentar schreiben, du siehst Bombe aus. Because, guess what? Ist korrekt! Okay, Galen, ich habe hier mein Buch des Vertrauens. Ich habe schon wieder so viel gelabert. Ich würde sagen, wir starten los. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Wir haben ja in die frühere Video über Brüste geredet und ich habe euch schon erklärt, wie zum Beispiel die Vollnarkose funktioniert. So, in dieses Video werde ich über die Vollnarkose nicht unbedingt eingehen. So, falls ihr dieses Video verpasst habt, da oben, ich werde euch das verlinken, okay? So könnt ihr draufklicken. Bei dieser Nasenoperation, ich würde sagen, ich starte einfach los und wir gucken, was sich daraus ergibt. Ich erzähle euch meine Geschichte. Also, wie immer starten wir diese Reihe mit dem Grund, wieso ich meine Nase gemacht oder lassen machen habe. Machen lassen habe. Machen lassen habe. Gehabt machen lassen. Der Grund ist ganz klar. Ich bin eine Transfrau und meine Nase war sehr, sehr breit, war sehr eine maskuline Nase, war eine typische italienische Nase, sehr, sehr breit und auch von der Seite, ich habe ein richtig, wie ein Adler, ich habe einen richtigen Beak. 5 minutes later. Für mich damals mit 18 Jahren alt, das war meine erste Operation und das war eine für mich von den wichtigsten Operationen, die ich gemacht habe, weil schlussendlich mein Körper war ja noch nicht, überhaupt nicht operiert, aber ich finde in meinem Gesicht, die Nase war halt das Fokuspunkt von meinem Gesicht und das ist etwas, wo ich die ganze Zeit drauf gestarrt habe und das war eine sehr große Unsicherheitspunkt bei mir, weil das überhaupt nicht fein und weiblich ausgeschaut hat. Nicht jede Frau hat eine schmale, dünne Nase. Auch breitere Nasen sind wunderschön, aber selbstverständlich für eine Transfrau oder besser gesagt für mich war das halt, okay, this nose is giving man actually. So maybe we should cut it off. Es ist nicht nur bei der Nase geblieben, was wir geschnitten haben, aber das ist ein anderes Gespräch. Von Anfang 16 bis fast Ende 18 habe ich ja eine Ausbildung gemacht. Und diese Ausbildung als Verkäuferin Uhren und Schmuck war überhaupt nicht einfach. Und in meiner Ausbildung habe ich sehr, sehr viele Probleme gehabt und bin auf sehr, sehr viele Meinungen gestoßen, dass ich so bleiben sollte, wie ich geboren bin, dass ich gar nichts an mir ändern soll, dass ich perfekt so, wie ich bin, bla, 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 bla. Of course, diese Meinungen sind von älteren weißen Männern gekommen, so. Of course, sehr, sehr important und wie gesagt, offen und wichtig vor allem, ja. Deswegen, 5 Tage nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich meine Nase machen lassen.
Ich erinnere mich, die Operation für die Nase habe ich bestimmt 3-4 Monate im Voraus gemacht. Ich bin alleine damals, war 17, zu einem Chirurg in St. Moritz, weil dort habe ich meine Ausbildung gemacht, bin gegangen. Es gab diesen Spezialist für Nasen in St. Moritz und er hat auch in Samedan gearbeitet. Ich denke nicht, dass dieser Mann noch tätig ist und ich muss euch sagen, I cannot remember the name von dem Arzt. Keine Ahnung, wie er hieß. Ich meine, das war vor fucking almost 14 Jahren so. Wow, wie die Zeit vergeht. Und ich sehe immer noch so gut aus. Crazy girl. What the fuck? Ich erinnere mich, ich habe dort angerufen und ich war so aufgeregt, weil ich wusste, oh mein Gott, das ist eine so große Sache für mich. Das ist meine erste Operation. Das ist der erste Step in der Richtung von die Frau sein und vor allem von der Frau aussehen, die ich bin. Damals, ich muss sogar auch sagen, the Internet was not really Internet-Ding, okay? Jetzt, du findest alles auf Telefon, Google. Wenn du Plastic Surgery eingibst, es kommen Millionen Sachen raus. Damals, nothing. Man findet gar nichts, weil damals die Leute haben gar nicht darüber geredet. Und of course, die Techniken vielleicht waren nicht wie weiter wie heute. Plus, of course, das Internet war noch am Anfang. Auf jeden Fall, ich gehe zum Chirurg. Ich erinnere mich, er war ein älterer Herr. Er war sehr freundlich, sehr zuvorkommend und mein Bauchgefühl war von Anfang an korrekt. Und das ist auch super, super wichtig. Das haben wir schon im früheren Video geredet. Das Bauchgefühl ist super wichtig. Wenn eurem Bauch sagt, nein, mach das nicht, lass das sein. Of course, vor der OP aufgeregt sein, das ist normal. Aber wenn ihr in die Klinik reinkommt für die Beratung und dem Bauch sagt nein, turn around and go. Turn around and go. Remix, turn around. Damals, diesen Arzt hat ein Bild von mir gemacht. Wir haben dann komplett in Detail geredet, wie ich meine Nase haben wollte. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ihr zum Chirurg geht, ihr geht zum Beispiel mit das Bild von euch, das vorher, und ihr könnt zum Beispiel das Bild im Facetune bearbeiten. Genauso wie ihre Nase zum Beispiel haben möchte. Damals, es gab kein fucking Facetune. Damals, es gab gar nichts von das. Nothing. Und ich erinnere mich, erst bei der zweiten Beratung haben wir, oder hat er auf seinem riesen PC und hat ein Bild von mir von der Seite gemacht und ich denke durch Paint hat zum Beispiel mir eine Kurve rein Photoshop mit Paint. Das war iconic. Und ich habe das gesehen und ich so, ja, genau so möchte ich das. Damals für mich es war so, okay, ich habe das Gefühl, er kann das gut. Am I hundertprozentig sicher? Nein. Ich hatte eh in St. Moritz, es gab sonst keine wirkliche Chirurgen. Und da zum Beispiel, stell dir vor, wäre meine Nase Kacke rausgekommen. Das ist so ätzend und ich kenne viele Leute, die nicht zufrieden mit der eigenen Nase sind nach der Operation, weil die Nase anders heilt, wie das soll. Oder es kann so viel schief gehen. Aber auf das kommen wir gleich. Auf jeden Fall. Die Kosten für die Nase waren 5.400 Franken damals. Und ich habe die ganze Ausbildung darauf gespart. Ich habe gespart. Ich erinnere mich vielleicht, im Bankkonto nach der Ausbildung mit 18 hatte ich 5.800 Franken. I didn't care. Ich so, aus dem Weg, weil das war so wichtig für mich. Und selbstverständlich meine Mutter und mein Vater, die waren hinter mir. Als ich diese Beratungen hatte, ich hatte eine schriftliche Bestätigung von meinen Eltern, dass ich das machen durfte. Okay? Plus, als die Operation passiert ist, ich war ja 18 so. Nur, dass ihr sicher seid, nicht so, oh mein Gott, aber... Den Tag von der Operation kommt, das war so wichtig für mich, weil ich habe am 1. Juli mit der Ausbildung aufgehört. Das war fertig. Ich habe das Diplom bekommen, alles gut. Direkt am 1. Juli, ich war nicht mehr Raffaele, ich war direkt Raffaella. Ich habe mich direkt als Frau angezogen, ich habe die Krawatte in den Müll geworfen, weil ich musste bis der letzte fucking Tag in meiner Ausbildung, musste ich Anzug und Krawatte tragen. Obwohl ich blonde Haare bis hier hatte und naja, all die Kunden haben mich immer für eine Frau verwechselt, because trust and believe I am. And you can feel the energy, you can feel the aura, du fühlst alles das. This is not a lie and this is also not the premium Version von schwul, wie manche von euch geschrieben haben. Girl, ich muss sagen, vom Hasskommentar, das finde ich das Lustigste. Dass ich eine Premium-Version von schwul bin, ihr habt mich schlafen gelegt. Because für mich, das ist ein Kompliment. Ich gehe zu diesem OP-Tag, meine Aufregung war null. Es gab zwei Ärztinnen dort und ich möchte euch nicht anlügen, aber ich gab es einen Anästhesist? I hope I cannot remember. Bestimmt.
Well, I cannot remember. Auf jeden Fall, die haben mich schlafen gelegt, wortwörtlich. Die haben mich in Vollnarkose gesetzt. Nach ungefähr 2 Stunden, ich merke, wie ich langsam mein Bewusstsein wieder gewonnen habe. Und ich erinnere mich, weil ich habe auch die Ärzte gehört, ich erinnere mich, dass ich meine Hand genommen habe und ich so, hat das geklappt? Und sie so, nein, Frau Zollo, bitte fassen Sie die Nase nicht an. Ich so, ah, und ich werde euch jetzt das Drama erzählen, because das ist der Nervenzusammenbruch von dieser ganzen Nasen-OP. Because bis jetzt ist alles schön gewesen. Ab diesem Punkt schlafen gegangen, everything. Meine Mutter an dem Tag gearbeitet hat, das bedeutet, ich war alleine in die Wohnung. Ich war alleine auf mich gestellt. Und ich schwöre euch, 2 Stunden nach der OP, ich bin aufgewacht. Die haben mich vielleicht eine halbe Stunde noch pennen lassen. Und dann die haben gesagt, okay, Frau Zollo, Sie müssen gehen. Ich mit eine Gips in der Nase, noch in der Vollnarkose. Sie haben mir ein Taxi gerufen und ich erinnere mich, die OP-Saal war wortwörtlich mit dem Taxi 5 Minuten entfernt von meiner Wohnung. Ich steige in diesem Taxi ein, alleine, completely noch in der Vollnarkose. Und wie gesagt, I don't understand, wie ich damals oder meine Familie überhaupt sowas zugesagt hat, weil ich meine, diese Taxifahrer hätte alles Mögliche mit mir machen können. Ich war auf jeden Fall nicht bei vollem Bewusstsein, aber Gott sei Dank, der Taxifahrer war sehr freundlich. Ich erinnere mich, dass er mich halt aus dem Taxi genommen hat und mich halt in die Wohnung gebracht hat. Ich komme in die Wohnung rein und ich erinnere mich, dass an den Tag und die Verwaltung wollte nicht anders und die waren die Balkone am Renovieren an den Tag und den Tag war bei mir. Ich komme in meine Wohnung rein, wirklich immer noch komplett benebelt, weil das war, wenn hochkommt, ich war aus der Klinik seit 10 Minuten. Ich gehe in meine Wohnung und ich sehe vor mir einfach beim Balkon 3 Typen das Ding am Renovieren mit so diesem Maschinen, so diese pa. Ich komme in die Wohnung rein, ich so, what the fuck is happening? Ich lege mich im Bett, diese Leute am Arbeiten in meine Wohnung, auf dem Balkon, in meine Wohnung, weil die sind durch meine Wohnung gekommen. Nach 30 Minuten, ich bin direkt eingeschlafen, ich bin wieder aufgewacht und ich höre dieses Lärm. Tu. Ich stehe auf, ich so, Entschuldigung, ich habe eine Nasenoperation, was ist los mit euch? Ich habe angefangen, die zusammenzuscheißen, als gäbe kein Tag. Wie gesagt, es hätte alles Mögliche mit mir passieren können. So, what the fuck? So, please, wenn ihr sowas macht, bitte, passt auf euch auf. Irgendjemand muss mit euch sein. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich zum Beispiel eine Operation alleine durchgestanden habe. Meine Mutter ist am Abend gekommen. Sie ist halt ein paar später gekommen. Aber weil ich erinnere mich, sie musste arbeiten, ja. Wir haben nicht unbedingt darüber nachgedacht, mein Gott, was könnte passieren, wenn ich actually komplett alleine und komplett narkotisiert bin? Passieren! Ich bin aufgewacht und ich war dann completely präsent. Meine Nase war so vergipst hier und ich habe violett bis da unten gehabt. Ich lüge euch nicht an. Habe ich Bilder davon? Nein. Ich erinnere mich, ich mache die Tür auf, meine Mutter steht vor der Tür. Meine Mutter wird weiß im Gesicht, sie so, ich so, komm rein, hallo. Meine Augen waren so geschwollen und ich erinnere mich, die Hälfte von einem Auge war komplett wie meine Nägel, blutrot. Und das Blut im Auge ist 3 Monate lang geblieben. Ich habe ausgesehen. Boah. Sind heute die Technik anders? Yes. Sind die Kosten gestiegen? Oh, bestimmt. Ich denke, hier in der Schweiz bezahlst du bestimmt für eine Nasenoperation locker 10.000 bis 13.000. Ich weiß nicht, wie in Deutschland ist. In der Schweiz ist es very expensive. Die Operation, was ist eigentlich bei der Operation passiert? Ich gehe gleich weiter mit der Geschichte, aber die Operation, ich möchte sagen, es gibt 2 unterschiedliche Nasenkorrekturarten. Entweder machst du hier unten einen Schnitt und du klappst die Haut oben und die Nase ist wie offen und dann kannst du richtig arbeiten. Oder die gehen einfach mit so einem Ding rein in die Nase und die bearbeiten das in der Nase. Damals, es gab eine Option, eine Punkt, dann Schnitt und öffnen. Und ich denke, die haben wirklich mit Skalpell und Hammer klick, weil, wie gesagt, ich war violett bis da unten. This is not me lying, this is me telling the truth. Weil ich habe zum Beispiel Freunde, die Nase gemacht haben und nach actually einer Woche, deren Haut, die keine Schwellung, nothing. Ich lüge euch nicht an. Ich war 3 Monate so geschwollen in meinem verfickten, gottlosen Gesicht. Das war nicht mehr normal. But my nose is very cute. I am very happy with my nose. Die erste Woche hast du Tampone drin. Das musst du wie nach anwachsen. Und du hast
diese Gips. Nach einer Woche kommt der Moment, wir gehen zum Chirurg. Er nimmt den Gips weg. Ich nehme den Spiegel in die Hand. Ich gucke mich drin und ich erinnere mich so, wow, das ist kein Unterschied. Because, wie gesagt, mein Gesicht war bis da unten immer noch geschwollen. Der dritte Tag, ich bin aufgewacht, ich habe nichts daraus gesehen, weil meine Augen, die waren so geschwollen, das war wie hier Wassereinlagerung und hier Wassereinlagerung. Meine Augen waren zwei Vaginas. Wisst ihr, wie eine Vagina aussieht, wenn sie mit den Lippen, like this, drauf, drauf. Ich musste richtig aufmachen, um zu sehen. Wow, ich habe 5000 Franken in den Müll geworfen. Really hate the most. Erstens, er hat bei mir die Nase nicht zu dünn machen wollen, weil er hat gesagt, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die eine super, super dünne, schmale Nase haben wollen mit sehr schmalen Nasenlöchern. Und er hat gesagt, die Sache ist Atembeschwerde davon. Zweitens, mit dem Alter, unsere Haut wird immer dünner. Und wenn du schon eine sehr dünne Nase hast, mit dem Alter, wo die Kollagen weggeht, dies, das, ananas, die Nase wird immer knochiger. Wenn du super schmale Nase hast, am Ende man sieht einen Knochen und fertig ist. Deswegen, es würde halt, es ist nicht so ästhetisch. Und ich danke ihm bis jetzt, ich danke ihm so sehr, dass er nicht die dünnste Nase gemacht hat. Wie gesagt, die Nase braucht ein Jahr mindestens, bis man das richtige Resultat sieht. Ich erinnere mich, die ersten zwei Monate, ich habe hier einen riesen, hier, einen, wo jetzt super glatt ist, einen riesen, wie ein Knochen gehabt. Das war wie ein Hügel. Ich so, was ist das? Der Chirurg so, mach dir bitte keinen Kopf, das wird weggehen. Plus schlussendlich, das hängt so viel davon ab, wie die eigene Wundheilung ist, wie der eigene Körper reagiert. Mein Gesicht, it was disgusting. Drei Monate lang, mein Gesicht, es hat ausgesehen, als hätte ich einen in die Fresse bekommen. Drei Monate lang. Und wie gesagt, nicht gelogen. Aber die Nase ist super verheilt. Was ich mich erinnere, nach dieser Woche, er nimmt das Ding weg. Ich gehe nach Hause, vergehen ein, zwei Tage. Ich gucke meine Nase, ich bin in den Spiegel, ich spiele mit meiner Nase. Oh, und dann merke ich so, oh, ich habe einen Popel da drin. Ich nehme meinen Nagel. Ich habe nicht solche Nägel, of course, gehabt. Ich habe kurze gehabt. Ich nehme meinen Nagel, ich versuche, den Stück Popel runterzunehmen. Und plötzlich aus der Nase ist so ein Stück Popel gekommen. Und dann ist es wie, es hat wie ein Stück Knorbel ausgeschaut, weil das war am Ende so ein Ding, was drin war. Ich weiß nicht, ob weil die von den Tampone noch ein Stück sich an die Seite halt geklebt hatte. Ah, und übrigens, die Tampons rausnehmen, bei mir hat null weh gemacht. Es gibt Menschen, die sehr große Schmerzen davon haben, weil die Tampons richtig sich halt an die Wände kleben und die ist richtig Schmerz. Bei mir, es hat flutsch, flutsch gemacht, ist auch ein Liter Nasenblut runtergekommen, aber das ist was anderes. Aber bei mir, das hat nicht wehgetan. Aber was ich mich erinnere, ist, ich nehme diesen Popel raus, kommt wie ein Stück Knorbel raus, dass meine Nase fängt an zu bluten. Unmengen an Blut. Es war am Boden, es war wie ein Blutbad. Es war actually Massaker am Boden. Ich fange an zu schreien. Ich war zu Hause bei meiner Mutter. Ah! Aber richtig, von der Seele ist, war ich am Schreien. Meine Mutter kommt gerannt. Und meine Mutter ist so eine geile. Ich liebe meine Mutter so sehr. Wirklich, meine Mutter ist die beste Person, die ich jemals in meinem Leben hatte. Meine Mutter packt mich. Sie so, alles ist gut. Leg dich am Boden, Bein in der Luft. Es wird schon stoppen. Weil ich erinnere mich, ich war in Panik. Wir gehen zum Arzt. Der Arzt sagt, alles gut, mach dir keinen Kopf. Ich zu Hause, ich mit diesem Stück Knorpel, ich das wie. Kennt ihr, wenn man einen Frosch auseinander nimmt? Ich wirklich, dieses Stück Knorpel ist so. Ist das Knorpel oder ist das Tampon? Weil ich sage euch, mit der ganzen Mukose, mit dem ganzen Schleim, das in der Nase war, mit dem ganzen Blut, dieses Stück Tampon, es war so, als wäre ein Stück Knorpel gewesen. Und ich dachte, ich habe meine Nase demoliert. Well, meine Nase ist actually nicht demoliert, because it looks gorgeous. Ah, was ich auf jeden Fall euch noch erzählen möchte, ist, ich erinnere mich, erste Woche, zwei Wochen, drei Wochen, ich habe so Angst, Autofahren, also im Auto von meiner besten Freundin zu sein. Sie ist so gut gefahren, aber ich habe so panische Angst davon gehabt, weil ich dachte mir, boah, wenn sie jetzt einen Unfall macht, meine Nase ist already kaputt, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Aber es ist nicht passiert, because meine beste Freundin, she's a queen. She's a super queen. Super queen. She's a super queen. Pro und Contra von der Nase gemacht zu haben. Pro, sieht Bombe aus. Ich kann sehr gut atmen. Ist gerade, I look amazing. Und vor allem, ich fühle mich fabelhaft. Contra, gibt's keine. Für mich. Die Erfahrung war, of course, triggering und traumatisierend, aber das ist jede Operation. Weil jedes Mal, dass wir unseren Körper in Vollnarkose setzen, ihr müsst euch das vorstellen, unser Gehirn ist ausgeschaltet, unser Körper ist ausgeschaltet, aber wir wissen nicht, was mit unserer Seele passiert.
weil es ist nicht, dass wir nur noch da sind, wir sind auch hier. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich habe ja sehr viele Operationen in meinem Leben gehabt und deswegen habe ich mich auch entschieden, mit Operationen aufzuhören, weil ich habe das Gefühl, dass es mit meiner Psyche und mit meinem Geist, zum Beispiel, ich habe ja vor 4 Jahren angefangen, Panikattacken zu haben, Sache, was ich so happy bin in den letzten 4 Monaten, I got nothing. Nothing, keine mehr. Den Körper speichert ja Trauma, das habe ich schon in das andere Video geredet. Wenn wir uns den Finger brechen, der Finger wächst schon wieder normal, aber hier, der Trauma ist gespeichert, der Körper erinnert sich. Und der Trauma, das wir an unseren Körper anstellen, bereue ich meine Nase gemacht zu haben? Nein. Ist meine Nase perfekt? Nein. Ich würde meine Nase niemals mehr anfassen. Ich kenne sehr viele Leute, die deren eigene Nase super viel mal angefasst haben. Wir leben, weil wir atmen können. Wenn wir nicht mal mehr atmen können, we are not living. Könnt ihr euch vorstellen, jeden Morgen aufzuwachen? Für all die Leute, die sich vielleicht eine Nase machen lassen möchten, das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die mit einem Deviated Septum, also eine krumme Nasenscheibwande, geboren und sie Atemprobleme und Atembeschwerde haben. Die wissen Bescheid, was das bedeutet, Atemprobleme zu haben. Und es gibt Leute, die einfach eben eine gesunde Nase haben und richtig atmen können und eben wegen Operationen. Aber ich finde, da liegt dann der Chirurg und da liegt auch an der Patient. Wenn du wirklich der Michael Jackson Nase haben möchtest, trust and believe, du atmest nicht mehr. Deswegen sind meine Nasenlöcher auch nicht angefasst worden. Habe ich kleine Nasenlöcher? Nein. Und wenn ich mich so drehe, du siehst ja, wie ein Teil von meinem Nasenloch. Ist das das Ästhetischste? Nein, but it's okay. Weil ich habe zum Beispiel meine Spitze, bei mir war die Kurve wichtig. Und zum Beispiel, ich habe auch von der hier die Spitze, wünschte, dass sie leicht, ganz leicht mehr angehoben wäre und vielleicht slightly kürzer. Aber wie gesagt, es ist so selten, dass der Chirurg das so hinkriegt. Zweitens, es hängt auch so viel von die eigene, wie dem Körper die Narben formt. Der Chirurg kann die schönste und perfekteste Nase machen, aber wenn dein Körper dicke Narben produziert, innen drin, weil das ist schon das dritte Mal, dass die Nase angefasst worden ist. Well, and I look amazing, so wie ich ausschaue. Weil dieses Jahr die Augenbrauen trendy ist, dass sie höher sind. Ich muss das nicht mitmachen. Nur weil momentan Riesenlippen trendy sind. I don't know, muss ich das machen? Im Leben, es geht immer um Balance. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ein bisschen ist gut, zu viel ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut. Well, I wish you well. In hell. Ich denke, ich bin sehr zufrieden mit diesem Video. Und auch hier das gleiche Gespräch wie in das andere Video. Wenn ihr unbedingt im Ausland eure Nase lassen machen möchtet, weil im Ausland das Bild, das ihr haben möchtet, von eurer Nase euch besser anspricht, macht das, aber geht zu sehr vielen Kliniken. Gebt euch nicht zufrieden mit einer wie ich damals, weil damals es gab auch nicht so viel Möglichkeit. Und wie gesagt, ich habe Glück gehabt, aber es gibt so viele, die nicht so Glück hatten. Bitte nehmt nicht unbedingt das Günstigste, nur weil es günstig ist und ihr euch dann sofort operieren lassen könnt. Es gibt einen Grund, wieso gewisse Chirurgen teurer als gewisse anderen sind. Und wie gesagt, es ist euren Geist, es ist euren Körper und es ist euren Leben schlussendlich, den ihr in die Hände von einem Chirurg gebt. Von daher, passt gut auf, okay? Ich würde sagen, ich bin am Ende dieses sehr informativen Video angekommen. Wie gesagt, am Ende dieser Reihe, ich werde eine Ärztin sein, ich schwöre euch. Ich werde von Harvard persönlich eingeladen und ich werde einfach zu Ärztin gekürt, ohne dass ich überhaupt etwas lernen musste. Because actually, I am eine Ärztin already geworden, because ich kenne mich aus mit Anästhesie, ich kenne mich aus mit Operationen, was passiert bei Brüste, Vagina, dies, das, Ananas. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Du kannst auch Daumen nach unten geben, ist okay. Kommentiere, please, 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 wirklich unterstützt mich. Kommentiere das so, dass wir diesen Kanal immer mehr Leute wieder rankommen und dass wir wieder groß werden und vor allem laut. Ich vermisse euch. Ich danke euch für eure Unterstützung. Guckt die Werbungen zu, durch. Wir sehen uns beim nächsten Video. I love you. Oh no, this is giving alt. This is giving jung. This is giving also. I love you. Mua. Aus meinem Weg, bitch.